Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einer neuen Challenge. Ja, und ich hoffe, es funktioniert alles so, wie ich geplant habe, und ich schaffe es, denn wir machen heute zusammen ein geheimes Gaming- bzw. Chillzimmer hier bei mir zu Hause. Da ich ja so einen geheimen Raum quasi habe, okay, für andere ist vielleicht nur eine Abstellkammer, aber für mich ist ein Geheimraum, okay? Dachte ich, wir machen es einfach mal. Ich habe ja schon daraus einen Harry Potter Raum gemacht und darin 24 Stunden gelebt wie Harry Potter, zumindest habe ich es versucht. Und ja, das habt ihr vielleicht schon gesehen, was ich da drin gemacht habe, wie es am Ende aussah und so. Da habe ich euch ja auch gefragt, ob ich daraus vielleicht mal einen Potterhead-Raum machen soll, weil das habe ich auch öfters auf Pinterest gesehen, fand ich so nice. Ganz viele von euch waren für ja, aber ich dachte mir, bevor ich mich festlege, style ich das nochmal um. Und ja, da bin ich auf so eine Challenge gestoßen. Ich dachte mir, why, probieren wir das nicht einfach mal? Ich liebe ja sowas. Ich liebe so Geheimräume, gemütliche Chillräume und so. Einige haben ja auch so Geheimräume bei sich zu Hause. Habt ihr sowas? Lasst mich mal gerne wissen. Und auch, wenn ihr noch weitere Vorschläge habt, weil ich will noch ein bisschen rumprobieren. Mal gucken, wie ich das noch ein bisschen umstylen könnte, was ich noch so machen könnte. Also, wenn ihr Vorschläge habt, ab damit in die Kommentare und lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ich euch da mitnehmen soll, dabei. Bei meinen Umstylings von meinem Geheimraum. Mein Kaktus ist kaputt. Meine Arme sind außer Kontrolle, Leute. Die gehören einfach nicht zu meinem Körper. Ja, egal, das muss jetzt warten. Ich gehe jetzt los zu Ikea. Ich muss da nämlich unbedingt hin. Ich habe schon eine Liste aufgeschrieben mit Dingen, die ich unbedingt brauche. Und nachher müsste auch noch was mit der Post kommen, was ich bestellt habe dafür. Also seid gespannt und let's go. Nein, Becky, lass dich jetzt nicht ablenken von anderen Sachen. Eine Olaf-Lampe brauchst du nicht. Voll kreativ eigentlich. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Eigentlich wäre der richtig cool, aber der ist, glaube ich, ein bisschen zu breit. Ein bisschen schmaler wäre besser, so. Quasi fast die Hälfte wäre irgendwie besser und ein wenig länger. Ob ich das finde? Der ist auf jeden Fall wieder zu breit. Also ich hatte eigentlich den weißen Tisch aufgeschrieben und im Kopf gehabt, aber es funktioniert nicht so ganz. Der wäre eigentlich nicht schlecht, aber den gibt es nur im Dreierpack und davon, ja, nur ein. Und ansonsten sind das verschiedene Höhen. Oh, ich habe den hier noch gefunden. Der ist nice. Da gibt es zwar nur einen Zweierpack, aber ich brauche nur den längeren Tisch. Voll der coole Hocker. Und der ist so schön gemütlich. Ich glaube, so viel Platz mit meinen Beinen hätte ich gar nicht. Ich glaube, ich muss dann doch beim Kissen bleiben. Ich hoffe, die haben es noch irgendwo im Lager, aber ansonsten bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Und zwar sind nur noch die beiden Farben hier übrig. Einmal so ein beige, braun, aber es ist ein bisschen dunkler, als in der Kamera aussieht. Und ja, ich wollte diesen rosanen hier. Ich bin jetzt wieder zu Hause von Ikea und das Erste, was ich gemacht habe, war, mich erstmal umzuziehen, weil ich werde bestimmt nicht in Jeans dieses Zimmer hier dekorieren und so weiter und alles aufbauen. Das ist so ungemütlich, Mann. Das Erste, was ich natürlich anziehen musste, war wieder eine Jogginghose, Schlabberklamotten. Obwohl mein Oberteil ist diesmal nicht allzu schlabbrig. Aber ich dachte mir, lieber kein Schlabberpulli, weil sonst bin ich einfach zu schlabbrig, Leute. Das ist einfach too much. Richtig Flodder-Look. Und das wollte ich euch nicht antun. Aber nichts gegen Flodder-Look. Ich liebe Flodder-Look, okay? Auf jeden Fall, ja, ich habe sehr viel bei Ikea finden können, was ich so brauche, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Hier und da habe ich doch vielleicht das eine oder andere mitgenommen, was ich eigentlich noch nicht auf meiner Liste hatte, aber ganz gut passen könnte. Kann man nichts für, Leute. Das ist ganz normal bei Ikea. Aber bei anderen Dingen, da musste ich einfach improvisieren, Leute. Ich habe das nicht gefunden, was ich wollte. Zum Beispiel den Teppich hatten die einfach nicht mehr. Und das Ausstellungsstück wollten die mir nicht geben. Wieso auch immer. Ich hätte es mitgenommen, aber wollten die mir nicht geben. Und dann habe ich den Tisch nicht mitnehmen können, den ich eigentlich geplant hatte mitzunehmen. Der war einfach zu breit. Und wenn ich den da reinstelle in den Raum, dann habe ich gar keinen Platz mehr. Ich glaube nicht, dass ich in 20 cm noch reinpasse. Irgendwie. Also außer, dass ich total gequetscht aussehe. Aber dann passt alles andere halt auch einfach nicht. Und nein, das geht nicht, Leute. Richtig Katastrophe. Kurz mal Haare essen, ganz normal. Jedenfalls, habe ich jetzt eine TV-Bank gefunden. Denkt jetzt nicht Komisches, okay? Das sieht gut aus. Ich glaube, es sieht wirklich gut aus. Die ist aber halt, ja, schmal, länglich, weiß und kostete nur 10 Euro. Ich glaube, vom Preis her kann man das nicht toppen. So, und das ist jetzt der Raum für alle, die ihn immer noch nicht kennen. Tada! Ja, ein bisschen dunkel hier. Hier ist halt ein Lichtschalter und keine Lampe. Ich glaube, das war nicht geplant.
das ist das gute Stück hier. Und ja, der passt eigentlich perfekt hier rein. Also von der Länge her passt es so gut, dass ich da hinten sogar noch Platz habe. Hinten kann ich so viele Kissen hinmachen. Das ist so cool. Und hier habe ich auch noch so allerlei Krimskrams. Und so einen Kirschbaum musste ich mir auch noch mitnehmen. Ich liebe Kirschblüten momentan. Ich weiß auch nicht, was bei mir abgeht, aber den musst du auch noch unbedingt mit. Mache ich das jetzt hier im Dunkeln oder mache ich das im Flur? Ich glaube im Flur. Ja, das glaube ich ein bisschen besser, weil sonst sehe ich nichts. Okay, ich mache es jetzt halb-halb. Halb im Flur, halb im Zimmer. Und ich habe hier meinen... schon wieder Haare im Mund. Ich habe hier meinen Schraubenzieher. Okay. Bauen wir es mal auf hier. Oh mein Gott. Nochmal zwei davon und die Schrauben. Wozu brauche ich jetzt den Schrauber? Habt ihr schon mal so eine Schraube gesehen? Was ist das denn? Letztes Bein und dann ist es fertig und ich glaube, ich lasse das so. Ich glaube, ich mache jetzt keine Platte mehr da drunter, weil dann kann ich auch meine Beine so runterstellen. Wisst ihr, was ich meine? So wie bei einem richtigen Gaming-Tisch. Und jetzt kommt der nächste Step und zwar überall LED-Streifen ranmachen. Ja, und dafür benutze ich diese LED-Streifen hier. Die habe ich mal bei Amazon gekauft. Und ich glaube, die werde ich auch über den Türrahmen machen, wenn das denn passt. Ich weiß nicht, die Ecke ist da ein bisschen eng. Könnte passen, aber vielleicht auch nicht. Aber... ich glaube, das passt alles. Drückt das jetzt nicht allzu sehr ran, weil sonst reißt das die Farbe nachher ab. Und das sieht dann nicht mehr schön aus. Deswegen muss man echt aufpassen. Kleben richtig fest an der Wand. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es genau passt. Also auf jeden Fall werde ich noch unten hier am Boden das machen, aber da brauche ich längst nicht so viel. Und dann hier an den Türrahmen an einer Seite runter, aber hier oben passt es genau. Tada! Es leuchtet. Oh mein Gott, und das sieht so cool aus. Und ja. Wir fangen jetzt an zu dekorieren. Hier gleich mal mein Computer, mein Gaming-Setup aufzubauen. Jetzt haltet euch fest, was ich geholt habe statt mein Teppich. Und zwar eine Badematte. Ja, ihr hört richtig. Ich habe mir eine Badematte geholt, aber ich hatte keine andere Wahl. Der passt genau in die Lücke hier. Auf jeden Fall habe ich hier noch so einen Teppich geholt. In der Teppichabteilung aber diesmal. Das ist wirklich ein Teppich. Und den... tun wir hier in die Ecke. Und der passt auch genau. Oh mein Gott! Ich dachte mir, hier die Ecke könnten wir auch noch dekorieren. Und zwar kommt hier dieser kleine Baum hin. Und den habe ich hier in so einem blauen, babyblauen Topf. Der kann hier so rein. Dann finden sich auch die Farben wieder. Ich glaube, ich muss den nur auch ein bisschen biegen. Ansonsten sieht der ein bisschen komisch aus. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, hier habe ich ja so einen Korb. Und den dachte ich mir, nehme ich für Snacks und so weiter und Getränke. Und dazu gehen wir eben nach oben, weil oben habe ich meine Snacks. Ich habe zwar hier unten auch noch welche, aber oben am meisten. Und ja, die werde ich da reintun. Ich habe sogar solche Nudeln da, solche Rahmennudeln. Voll cool. Auf jeden Fall... ja, sowas kann ich hier reintun. Ja, was richtig süß ist, ist das hier. Mein Hello Kitty Getränk. Und hier oben habe ich auch noch so sämtliche Snacks. Richtig leckere. Mit Erdbeergeschmack und so. Ich liebe ja sowas. Ja, ich werde noch unten gucken, was ich noch so habe. Und das werde ich dann auch noch da reintun. Kommt mir so vor, als würde ich bei mir zu Hause irgendwie shoppen gehen. Oh mein Gott, da fällt mir gerade ein. Ich habe noch was anderes mega cool. Das hätte ich fast vergessen. Es kam mit der Post. Und zwar ein Mini-Kühlschrank. Ja, Mann. Ich wollte sowieso schon lange einen haben. Und den habe ich mir geholt. Und jetzt packen wir den einfach mal aus und den stellen wir auch noch dorthin. Oh, das ist sehr süß. Seit wann kann ein Kühlschrank süß sein? Ich weiß es nicht. Aber einige, die packen da ja auch ihr Make-up rein oder Masken und so. Also kann man auch dafür benutzen. Aber wie cool ist das einfach? Ich habe hier so einen Mini-Kühlschrank. Eine Cinderella. Und die kommt hier oben drauf, weil das kann man so schön als Regal hier benutzen, finde ich. So, mal gucken, was wir hier noch aufhängen können. Das sind echt meine restlichen Karten so. Und fertig ist die Bildercollage hier. Ich lieb's. Auf jeden Fall sieht das mega gut aus mit LED. Ich weiß nicht, wie es nachher aussieht, wenn das aus ist, aber egal. Egal, es passt. Und hier kommt was richtig Cooles an die Wand und zwar ein Pixelbilderrahmen. Ja, Mann, so cool. Da kann man verschiedene Figuren drauf machen und so. Und unter anderem seht ihr ja auch diesen Schmetterling und so. Und ich dachte mir, wie nice ist das einfach mal. Und das machen wir jetzt hier an die Wand. Ich habe jetzt alles fertig dekoriert und ich bin echt zufrieden mit dem Endergebnis. Ich brauchte gerade zwei Hände, deswegen habe ich das jetzt nicht weiter gefilmt. Aber ihr seht das Ganze jetzt. Thank you.
sehr pink, oder? Egal. Auf jeden Fall bin ich sowas von zufrieden mit dem Endergebnis. Ich lieb's hier einfach. Wirklich, es ist so schön geworden. Das hätte ich nicht gedacht, weil ich habe ja einiges nicht gefunden, was ich eigentlich haben wollte. Und irgendwie passt das nicht so ganz. Ich habe zwar den kleinen Tisch trotzdem mitgenommen, aber den benutze ich für was anderes. Also für meine Videos und so, falls ich den mal brauche. Aber ja, das ist einfach noch besser gewesen. Obwohl das gar nicht geplant war. Oder ja, die Badewanne passte auch perfekt. Obwohl das auch nicht geplant war. Vielleicht war es Schicksal. Keine Ahnung. Aber ich bin ultra zufrieden. Es ist so schön gemütlich hier. Und genauso wie ich mir das vorgestellt habe, voll mein Geschmack. Keine Ahnung. Aber mein geheimes Gaming-Zimmer unter der Treppe ist fertig. Ihr könnt mir mal gerne wissen lassen, wie ihr das findet. Findet ihr es schön? Würdet ihr auch gerne hier mit mir chillen? Hier in der Ecke. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mich gerne wissen, ob ihr mehr von sowas sehen möchtet. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so, so doll lieb.